Ja, einen letzten Titel gibt es noch zu vergeben, und zwar den vom Sportler des Jahres. 6 Männer sind nominiert, darunter 2 Olympiasieger, ein 10-facher Weltmeister, ein Vize-Weltmeister, ein Vize-Europameister und ein König. Jetzt wollen wir wissen, wer es in Top 3 geschafft hat. Die Reihenfolge spielt überhaupt keine Rolle. Der erste Mann unter den letzten 3 bei der Wahl zum Sportler des Jahres ist Simon Ehammer. Wer schafft es als 2. unter die letzten 3? Es ist der Beat Feuz. Und den letzten Platz hätte ich noch zu vergeben an Sportler des Jahres vom letzten Jahr, den Marco Odermatt. Ja, und jetzt rollen wir das Feld sozusagen von hinten auf und schauen mal, wer sozusagen den Bronzeplatz bekommt. Aber wahnsinnig stolz darf sein auf das, was er dieses Jahr erreicht hat. Der 3. Platz geht an. An Beat Feuz, herzliche Gratulation in Südtirol. Ja, zum Schluss machen wir es doch noch einmal richtig spannend. Wer krönt sein Wahnsinns 2022 mit dem Titel Sportler des Jahres? Ist es der Skirennfahrer oder doch der Leichtathlet? Appenzell oder Innerschweiz? Der Sportler des Jahres 2022 ist... der Marco Odermatt! Herzliche Gratulation, das ist der Winner. Ja, danke vielmals für den Award, schon zum zweiten Mal nacheinander. Bedeutet mir sehr, sehr viel, aber ich glaube, ich will zuerst noch allen anderen Sportler gratulieren. Ich habe heute wieder ein paar Mal Gänsehaut gehabt, ob es bei den Highlights von Roger war, beim Beat, beim Joel, der mich aus Innerschweiz natürlich sehr gefreut hat. Ja, ich glaube, da, ja, es freut mich einfach, dass wir so viele schöne Emotionen teilen dürfen unter den Sportlern, aber ich hoffe auch mit den vielen Fans daheim, die ja, immer jedes Wochenende Daumentrick in den Mitfiebern. Das ist extrem schön, die Unterstützung. Bedeutet den Sportler so viel. Und dann möchte ich natürlich noch ja, am engsten Umfeld Danke sagen. Der Familie, der Stella, Kollegen, Freunde, die ja, daheim einem ja, aufmuntern, den Rücken frei halten, motivieren, dass man wieder ja, mit einem freien Kopf kann auf die Piste gehen, wieder anreisen, dort wieder Vollgas geben. Und dort natürlich ja, am ganzen Team, Servicemann, Trainer, Physio, alle Teamkollegen, es macht extrem Spass, jeder Einzelne braucht es, um ja, so Leistungen, glaube ich, anzuprüfen. Und darum noch einmal, ja, allen vielen herzlichen Dank, sind ihr da, haben gestimmt und bedeutet mir viel. Danke. Wir freuen uns auf alle.